Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum heutigen Tagesenergie-Video. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich sehr, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Ja, vielen Dank für euer Hiersein und bei mir sein. Vielen Dank, dass ihr heute auch am Sonntag eingeschaltet habt. Wir gehen heute als erstes mal rein in die Tagesenergiezahl, denn das ist heute die 333. Und sie bedeutet... dass etwas Gutes auf dem Weg zu dir ist oder dass ein Geschenk auf dem Weg zu dir ist. Wenn du gerne mehr über die Tagesenergiezahlen erfahren möchtest, dann folge mir gerne auf Instagram. Ich habe für jeden Tag und jede Zahl, die ich so reinbekomme, ein Spruchbild erstellt oder einen Post erstellt. Und dann kriegst du ihn morgens immer gleich als erstes, ja. Weiterführende Informationen zu den Tagesenergiezahlen habe ich jetzt noch nicht. Ich arbeite daran, aber es dauert noch ein bisschen. Falls du neu hier bist, ich bin eine alleinerziehende Mutter von 4 kleinen Kindern oder von 4 Kindern. Ganz so klein sind sie auch wieder nicht. Und ich arbeite so viel ich kann, um es mal auf den Punkt zu bringen. Schneller geht's nicht und weiterführende Informationen habe ich jetzt leider noch nicht, aber ich bin dabei. So, jetzt gucken wir mal rein. Sonntag, 3.9.2023, Tagesenergiezahl 333. Und eventuell kriegen wir hier ja schon mal eine kleine Vorschau, in welche Richtung das gute Geschenk gehen darf. Wie immer ist es ein allgemeines Orakel, das bedeutet, es kann auf dich zutreffen, muss es natürlich aber auch nicht. Und lass dich von den Kartenlegungen nicht verwirren. Sie sind keine Gebrauchsanweisungen für dein Leben, sondern dienen nur als Hilfestellung. Du guckst immer in eigener Verantwortung und entscheidest ganz, ganz alleine, wie du damit umgehst. Die 10 der Münzen, eine wunderschöne, stabile Aktion, entweder in der Familie, im Beruf oder halt wirklich so auf materieller Ebene. Hier steht auf der Karte Erbschaft, Familie und Besitz. Ich finde aber auch, die 10 Münzen stehen dafür, dass man sehr viel Arbeit in etwas hineingesteckt hat und dass sich das Ganze jetzt auszahlt. Ja, also hoffnungsvoll zahlt sich das Ganze aus. Ich sehe gerade, ich habe die falsche Karte hier hingelegt. So, Sonntag. Wir sind noch nicht am Montag. Gut, gucken wir mal. 10 Münzen. Es zahlt sich aus, ein Kreis schließt sich, ja, eine Gelegenheit nimmt Fahrt auf. Wunderschön, wir gehen mal weiter. Das hier ist übrigens das Wandering Star Tarot von Cat Pierce. Du findest das, wie immer, unterhalb des Videos in der Videobeschreibung verlinkt, wo du auch den Weg zu meiner Homepage findest. Wenn du dich da gerne im Newsletter eintragen möchtest oder ein persönliches Reading buchen möchtest, findest du da alle möglichen Informationen. So, wir haben heute sehr interessante Karten. Also die nächste Karte ist der Mutterstern, danach die Gerechtigkeit, danach die 2 Schwerter und zu guter Letzt, was bekommen wir hier noch als letzten Hinweis? Na, wir nehmen die hier, die ist verdächtig. Die 8 der Kelche. Interessant. Du wolltest genommen werden, der kleine Oktopus. So, seht ihr alles gut, ja, ne? Also, hier kommt heute ein gerechter Ausgleich rein, wie ich sagte. Mit der 333 kann es durchaus sein, dass du hier endlich für dein eigenes Wachstum belohnt wirst. Das kann jetzt im Außen sein, mit den Münzen, dass du tatsächlich Geldpräsente erhältst oder dir jemand eine Kiste Obst vor die Tür stellt oder irgendetwas, was als Geste tatsächlich in der materiellen Welt auf dich zukommt, wo man das wirklich greifen kann, ja, ein greifbares Geschenk. Mit dem Mutterstern kann es sein, dass du hier erkennst, dass du deine Gefühle und Gedanken in Ausgleich gebracht hast und das gibt dir wahnsinnig viel Ruhe, ja, das gibt dir selbstständig ein Geschenk in deinem Leben, weil du dich nicht mehr hin und her schubsen lässt von den Wellen des Lebens oder den Wellen des Außens. Ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Ah, sehr gut. Hier habe ich das Gefühl, dass dieses
dieses Präsent, ja, etwas, das gegeben wird, auch im Augenblick komplett wahrgenommen wird, ja, wie präsent sein. Ich weiß, das sind zwei verschiedene Dinge, aber ich glaube, dieses Geschenk, wirklich mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen und zu merken, okay, ich habe hier die Möglichkeit, über mein eigenes Leben zu entscheiden. Es ist wie eine innere Wahrheit, die aufgestoßen wird, eine innere Tür, die aufgeschlossen wird. Und die gibt dir wahnsinnig viel Ruhe und Kraft und Geborgenheit und Sicherheit. Und das macht es so schön. Eventuell kann es sein, dass hier jemand kommt, der nochmal versucht, dein Gleichgewicht auch in die andere Richtung zu übersteigern. Das heißt, wenn es dir schlecht ging, versucht vielleicht jemand möglichst viel in dich reinzugießen, damit es dir danach möglichst gut geht. Aber das ist gar nicht der Zustand, den du anstrebst. Es geht nicht darum, ein künstliches Hochgefühl zu entwickeln, nicht künstlich high zu sein, keinen Drogenrausch zu haben, ja, oder nicht betrunken zu sein davon, sondern du möchtest da mit beiden Beinen feststehen und einen wirklich ausbalancierten Zustand haben. Wenn es dir natürlich eine lange Zeit schlecht ging, dann kann es sein, dass du etwas länger brauchst, um dich wieder gut zu fühlen und das dann auf ein gesundes Maß zu bringen. Aber hier hast du die Wahlmöglichkeit. Mit den zwei Schwertern hast du die Möglichkeit, dich für etwas zu begeistern, was du vielleicht lange Zeit nicht sehen konntest. Es kann aber auch sein, dass du dich im Moment noch nicht ganz zu Ende entscheiden kannst, wie du diese Veränderung angehen möchtest. Ich habe das Gefühl, dass es eine emotionale Sache ist, die da auf dich zukommt. Ja? Mit den Kelchen geht es immer darum, Gefühle zu fühlen. Ja, es geht darum, die Veränderung und diesen Wandel, der in dein Leben kommt, anzunehmen. Aber du weißt vielleicht noch nicht genau, wie du das einordnen sollst, weil es halt sich nicht ausgeglichen anfühlt. Vielleicht kann man das verbuchen unter zu schön, um wahr zu sein. Ja, dass man skeptisch ist. Ist das jetzt echt oder ist das halt Blendwerk? Ist das vielleicht übersteigert? In irgendeiner Art und Weise geht es darum, das ordentlich einzuordnen. So ein Oktopus hat übrigens 9 Gehirne, 1 für den Körper und jedes Beinchen hat ein eigenes Gehirn. Es kann auch sein, dass hier aus verschiedenen Quellen Energie zu dir fließen, dass verschiedene Menschen heute mit dir Kontakt haben wollen, dass du verschiedene kleine Geschenke bekommst, die sich dann zu einem großen zusammenfügen. In irgendeiner Art und Weise gibt es hier die Möglichkeit, deine leeren Kelche, dein Verlangen nach Liebe, Anerkennung, Aufmerksamkeit, materielle Absicherung, was auch immer es dann bei dir ist, aufzufüllen. Ja, ich höre hier gerade, Kleinvieh macht auch Mist. Ja, es kann sein, dass dir 10 Leute 2 Euro spenden oder es kann sein, dass jemand dir einmal 20 Euro gibt. So in dem Sinne ist das zu verstehen. Ja, es muss, wie gesagt, aber nicht um Geld gehen, sondern es kann sein, dass du heute 4 kleine Nachrichten bekommst und die fühlen sich dann zusammengenommen wie eine große Nachricht an. So. Besser kann ich es jetzt gerade auch nicht beschreiben. Ich hoffe, du verstehst, worauf ich hinaus möchte. So, und du kannst dich dann aber entscheiden, wie du das Ganze siehst und wie du das Ganze annimmst und wie sich das anfühlt. Ja, es kann natürlich auch sein, dass dich 8 verschiedene Nachrichten erreichen, wovon dann irgendwie 2 schlecht sind und 6 gut. Und dann kannst du gucken, ob diese 2 schlechten genauso hoch gewichtet werden wie die 6 guten. Na, so, spür in dich hinein, was für dich heute wirklich richtig und stimmig ist. Und geh im Zweifelsfall immer in dein Inneres und frage dich, wie geht es mir? Ja? Was macht es mit mir? Der Mutterstern ist eine Energie, die dich auch an deine eigene Lebendigkeit erinnern soll, die dich daran erinnern soll, was in deinem wahren Inneren losgeht, an deine Lebenskraft erinnern soll, an diese lebensspendende Kraft erinnern soll, das Aufbauende, Nährende, ja, den Wachstum in deinem Inneren. Nehmen wir doch heute nochmal ein Zitat hier aus meiner Kiste. Vielleicht finden wir da noch ein Zitat, was heute das Richtige ist. Gucken, ob du passt. Sei am Tag mit Lust bei den Geschäften, aber man mache nur solche, dass du nachts ruhig schlafen kannst. Thomas Mann. Also, na, schau, was ist wirklich gut für dich, was ist nicht gut für dich und
Mache nichts, was deine Seele oder dein Gewissen belastet. Gut, ihr Lieben, das war's für heute. Wer mag, darf sich gerne hier als Kanalmitglied eintragen oder mir einen Kommentar hinterlassen, ein Like setzen oder den Kanal abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Auf meiner Homepage hast du die Möglichkeit, ein persönliches Kartenreading zu buchen und dich im Newsletter einzutragen, wenn du magst. Ich glaube, das hatte ich aber schon gesagt. Ich wünsche dir erstmal alles Gute und gehab dich wohl. Und wenn du magst, sehen wir uns morgen früh wieder. Bis dahin alles Liebe. Ciao.